Also der Lorenz und ich, wir haben voll Verkaufsgespräche drauf. Wir waren gerade in Freiburg auf der internationalen Kulturbörse. Und da steht man an seinem Stand, ne, und muss alle Leute anhalten. Und wir haben gemerkt, wir dürfen nicht das Wort Jazz sagen. Und das war so, am Nachmittag um 3 haben wir aufgebaut, haben das Schlagzeug hingestellt, die Orgel hingestellt, war schönes Wetter. Und dann kam ein Paar vorbei mit dem Fahrrad, so richtig mit guter Fahrradmontur. Und die Frau war ganz interessiert und hat geguckt und hat gefragt, was machen Sie denn da? Was findet denn hier nachher statt? Was spielen Sie denn? Da habe ich gesagt, ja, wir spielen Jazz nachher. Und der Mann ist gerade vorbeigelaufen, der war schon ein bisschen ungeduldig und wollte, dass die Frau kommt. Dann hat er gesagt, Jazz, oder gehe ich lieber zum Zahnarzt.